Guten Morgen, ihr Lieben. Heute mal hier bei mir aus dem Garten. Wir haben es jetzt kurz nach 7. Meine Schäfchen warten schon darauf, dass sie ihr Frühstück erhalten. Bedeutet in dem Fall ein bisschen trockenes Brot. Ich werde mich jetzt dran machen und ja, erstmal die Schafe versorgen, Gassi-Runde machen, das Übliche. Dann alles vorbereiten für morgen. Da habe ich noch ein paar Baustellen zu Hause zu erledigen, auf dass ich auch die Teilnehmer für den Vor-Ort-Klöppel-Kurs Grundlagen hier bei mir empfangen kann. Jetzt mal eine Frage. Wie gehst du eigentlich damit um, dass jetzt hier überall alles langsam bunt wird in den Bäumen? Jetzt habe ich hier gar nicht so sehr viele bunte Bäume hier bei mir im Garten zu stehen. Aber ich habe gestern einen so wunderschönen Baum gesehen. Da schien die Sonne so herrlich drauf. Ich muss sagen, ich liebe es, wenn die Welt sich kunterbunt einfärbt, die Blätter langsam herabfallen und durch die Luft gewirbelt werden. Wie gesagt, mich würde es jetzt mal ganz stark interessieren, wie gehst du damit um? Hast du damit eher eine Herausforderung oder denkst du dir, oh, das sieht so super schön aus, wie das hier gerade so bunt ist. Und spätestens ab März kommen dann die schönen bunten Blumen wieder. Ach ja, und im Übrigen, selbst im Winter gibt es immer noch Kräuter und Pflanzen, die du hervorragend sammeln kannst, um dir zum Beispiel Tees zuzubereiten und damit dein eigenes Immunsystem zu unterstützen. Welche das sind? Kannst du gerne mal bei mir im Veranstaltungskalender gucken, wann der nächste Kräuterspaziergang stattfindet. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Freitag. Danach einen tollen Start in dein Wochenende. Genieße es in vollen Zügen und wir sehen und wir hören uns morgen früh wieder. Deine Kreativcoach Simone.